An der Tunguska sollen Hechte laufen. Direkt da vorne. Dicke, fette Brocken wurden hier gezogen. Ich glaube, eine Super-Trophy wurde sogar schon gezogen. Andere Trophys wurden auch schon gezogen. Und hier an diesem Baum des Grauens, dieser Höllenbaum, der direkt verwurzelt ist. Ich glaube, das sind die Wurzeln aus der Hölle. Der wächst so andersrum. Dieser Baum, der immer sämtliche Köder und Haken grabt und verhakt. Da sollen sie irgendwo sein, die Monsterhechte. Also testen wir das doch mal und probieren das hier aus. Wenn es hier ums Hechtangeln geht, da bin ich doch direkt dabei, Alten. Müssen wir doch direkt mal ausprobieren. Wo ist meine fette Jerk? Hier ist sie. So, zack. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir hier ausgerüstet sind. 17 Kilo nur, 22,35er Vorfach in Braid und dann soll das Ganze hier auf den selbstgebastelten Jerk in dieser Variante bzw. in dieser Variante lüppen. Nehmen wir erstmal hier den in grün, Einholgeschwindigkeit machen wir mal eine entspannte 35 und ich hoffe, ich verhake mich hier nicht. Ich gehe mal vielleicht so hier so hin. Und ich bin wirklich gespannt, wie wir hier vorbeikommen an dem Baum des Grauens. Wenn ich hier festhake, ich werde kein Risiko eingehen, dass ich hier diese geilen, teuren Köder irgendwie loswerde. Wenn ich hier festhake, geht es gleich erstmal direkt in den Relock. Also gar keine Experimente machen, sondern ja, sofort reloggen. Denn die will ich halt nicht verlieren, hier die Dinger. Zack, und da geht der erste rein, tatsächlich. Also, gar nicht viel getestet vorher. Blind hier hingereist und einfach mal probiert. Das ist doch schon mal ganz gut. Der erste Fisch. Ich habe das Gefühl, ich meine, man zieht ja hier mit der Strömung mit. Vom Gefühl her würde ich sagen, könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen schneller hier durchgieren. Oder vielleicht sogar ziehen, so mit Stop and Go. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, ich gehe mal ein bisschen schneller mit rein. Das sind ja auch Riesenbrocken, ne? Gehen wir mal auf eine 40. Vielleicht mal so in die Richtung hier. Genau, bisschen schneller zuppeln. Mehr Spannung auf der Schnur die ganze Zeit. Vielleicht auch gleich mal von der anderen Seite. Ich probiere es gleich einfach mal andersrum. Aber wichtig ist, der erste Fisch war schon da. Schon mal ein vernünftiges Zeichen. Die Uhrzeit ist auch ganz gut. Hecht ist ja immer wieder klassisch. Frühmorgens. Und dann in den Abendstunden. Und da haben wir es verhakt. Alles richtig gemacht. Wobei ich so ein bisschen zuppel ich noch. Ich meine, das Set ist ja so ausgelegt, dass es eigentlich passen sollte mit den Abruppen. Und da ist er auch schon los. Ja, so und ist es sofort losgeruppt und dem vorbeischwimmenden Hecht zack, quer, quer gehakt, Alter. Geil, ey. Abgefahren. Aber ich sage es euch, das hier ist der Baum des Grauens. Also da fehlen einem echt die Worte. Übrigens, solche Bäume, wenn ihr die irgendwo an anderen Gewässern seht, ne, auch am, selbst am Moskito, direkt am Startgewässer gibt es auch solche Bäume. Katastrophe, weit weg davon, ey. Sowas hier dahin zu werfen, ist die Hölle. Also ganz, ganz gefährliche Kandidaten. Da verhakt sich immer was. Auch beim Posenangeln, ne? Wenn du dann nur dran vorbeitreibst. Zack, Hänger. Ganz, ganz schlimm das Ding, ey. So, nochmal ein bisschen hier rumzuppeln. Und dann teste ich aber auch gleich nochmal die andere Farbe. Vielleicht geht das ein bisschen besser. Jetzt machen wir mal hier so ein bisschen Stop and Go. Einfach nur so durchziehen. Bisschen warten. Wobei, da müsste ich vielleicht eine schnellere Einholgeschwindigkeit machen. Jetzt steht hier schon schnelles Einkurbeln, weil ich gerade, guck mal, der treibt jetzt natürlich so weiter. Und zack, schon wieder schnelles Einkurbeln.
Jetzt machen wir mal wirklich schnelles Einkurbeln hier auf einer 50. Bisschen weiter dran vorbei. Und schön schnell dran vorbeiziehen hier. Wieder ein bisschen warten. Und da ist schon der Biss. Jawohl, guck mal. Kann man vielleicht auch machen, ne? Einfach schnell dran vorbeiziehen. Bisher von den Größen noch nicht so richtig der Burner. Immerhin maßig bisher. Aber wie gesagt, wir testen auch gleich nochmal die anderen Farben. Und es wurden hier Kandidaten gezogen. Ja, super Trophy, ne? Über 20 Kilo. Und da muss ich schon sagen, Lecko Funny, ich habe da ein bisschen Schiss vor auf dem Setup hier. Also das ist mit dem Setup und den 200 Meter Schnur, die ich hier drauf habe, da wird das nichts. Deswegen war meine erste Überlegung, als ich das gehört habe hier, ja, da soll er wieder gehen, war meine erste Überlegung, Alden, mit meinem Setup wieder verhakt. Alter, ich krieg doch Plack. Da stelle ich mich doch mit dem Boot vielleicht einfach hier hin und gehe quasi, also nicht hier, wo ich jetzt stehe, sondern genau parallel auf der anderen Seite im Wasser, im Boot, dass ich mich da dann positioniere. Und dann vom Boot aus das mache. Denn mit dem Boot, einem Hecht irgendwie hinterher, das ist dann natürlich tendenziell easy. Nächster Vorteil, man zieht nicht so hier ins Flache rein, sondern man bleibt tendenziell eher hier im etwas tieferen Bereich. Ich glaube, ich werde das gleich mal testen. Jetzt nehmen wir erstmal nochmal die andere Farbe, ziehen die nochmal ein bisschen durch hier. Also der grüne und zack, der graue, jawohl, der graue hat auch sofort geliefert hier, auch wieder ein bisschen mehr Schmackes dran. Der Kandidat, sehr schön. Yep. Jawohl, die wollen wir. Die wollen wir und natürlich noch lieber die Kandidaten, die so im Bereich sind von... Alter, jetzt reicht es mir hier aber. Jetzt ist aber hier langsam mal Ende. Von 7 Kilo. 7 Kilo plus, das ist das Idealgewicht für Hecht, würde ich sagen. Also, wir setzen uns gleich ins Boot. Ich hoffe, dass ich dann auch nicht mehr so viel verhake. Na komm. Und dann, zack, da ist er los. Und dann gucken wir mal, was da geht. Er ist schon wieder verhakt. Das ist halt richtig geil. Vom Verhaken ins Verhaken. Ah, ich sage es euch, der Baum des Todes. Ab ins Boot. So, und jetzt hier mit dem Rückwärtsgang einfach hier so hin. Anker raus. Jetzt gucken wir mal, wie das hier so geht. Perfekt, das lübt. So, Motor aus. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Vor allem bin ich gespannt, wie das Boot jetzt gleich abtreibt hier. Bisher sieht das gut aus. Das ist geil. Also bisher muss ich sagen, ist das hier schon... Ich könnte vielleicht noch ein bisschen weiter zurück. Andererseits ist das hier genau die Spur, die man hier so lang ziehen kann. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten. Ja, kann ich mir vorstellen, vielleicht noch ein bisschen weiter nach hinten. Zack, aber da kommt schon einer an. Das ist geil von hier aus. Das schmeckt schon richtig, ey. Das schmeckt richtig. Das ist wirklich so gezielt an den Spot hinfahren. Nachteil natürlich jetzt gerade hier, Nachteil. Man treibt jetzt gerade so ein bisschen hier rum, ne? Also ich mache nochmal eben den Anker weg. Wir treiben jetzt einfach nur ein bisschen mehr in Richtung Ufer, ein bisschen weiter zurück. Ich setze den Anker wieder. Es treibt ja jetzt immer noch ein Stückchen. Bisschen weiter zurück wieder, so. Genau, dann sind wir hier auf den Höhen, auf der Höhe von den Booten. Und es treibt wahrscheinlich gleich noch so ein bisschen hier nach vorne wieder, mehr Richtung Ufer. Ja, so eine leichte Kurve macht er auch noch. Man sieht es ja auch hier am Haus. Na, wir kommen immer näher. Ist er denn jetzt schon gehakt? Ja, jetzt ist er gehakt. Okay.
Schon fast zu weit wieder. Ne? Schon fast zu weit, aber ich glaube, es passt noch. Ja, es passt noch ganz gut. Zack, und da ist er drin. Jawohl. Also, Scheuchwirkung vom Boot. Erstmal wieder ein bisschen weg von dem Boot. Motor muss natürlich auch langsam wieder leise werden und. 5 Kilo Viech, sehr schön. Und vor allem kommen wir jetzt nicht an diesen Höllenbaum. Das ist ja wirklich die pure Katastrophe, Alter. Und was auch wichtig ist, man ist auch beim Einholen, man ist auch immer noch schön weit genug entfernt hier von, also mit der Route. Man ist da nicht so nah dran. Also hier in diesem Bereich beißt ja seltener da nochmal was rein, wenn man hier nur noch zweimal kurbelt. Aber wenn man jetzt so wirft, perfekt. So ist doch gut, ey. Wieder verhakt. Alter, ich krieg Plack. Ja, also da krieg ich wirklich Plack bei sowas, ne? Jetzt guckt ihr das mal an. Das ist ja nicht mal ansatzweise. Das ist ja nicht mal ansatzweise am Baum. Was ist denn mit euch, RF4? Was ist denn da los? Was habt ihr denn da gemacht? Singen und klatschen oder was? Da kannst du doch nicht ausdenken. Wer kommt denn auf so eine Idee? Alter. Also das ist doch wirklich mies, ey. Oder als ob sowas nicht schon irgendwie bekannt wäre. Kann man nichts machen. Hier, verhakt. Ein Wurf, Hölle. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken, sonst. Und wieder verhakt. Vom Verhaken ins Verhaken. Von der in die... Also. Ehre. Ehre. Kann man nichts machen. Wurde schon getestet. Wirklich? Also ist wirklich der Hammer, ey. Vor allem der wirklich Hammer ist ja halt im Nichts, ne? Ja, da ist ja der Baum unten drunter. Der geht da weiter. Ach. Wirklich? Ficky fucky, Alter. Okay, werfen wir noch weiter dran vorbei. Vielleicht hilft das ja. Ich meine, letzten Endes wollen wir hier die dicken Brocken ziehen. Und wenn die hier sind, dann müssen wir halt da dran, ne? Okay, nächster. Ich war auf 50, ne? Nächster machen wir nochmal mit durchziehen. Schön ziehen, Pause machen. Und wieder schön ziehen. Der sagt tatsächlich schnelles Einkurbeln. Weil er jetzt halt so langsam ist hier, ne? Okay. Ich glaube, ich mache mal mit Shift. Genau. Und Pause machen. Jawohl. Und wieder die Pause, genau. Aber triggert noch nicht genug. Jetzt natürlich die große Frage, ist es wirklich hier eher an dem Höllenbaum so? Muss man an den Höllenbaum, zack, sofort Biss. Das habe ich gerade mal dazwischen, in die Zwischenhölle geworfen. Und da war sofort einer dran. Das ist natürlich nett, auch das Gewicht ist schon ganz nett wieder. 3,4. Das ist natürlich die Frage, ne? Zieht das da mehr, ey? Wäre natürlich immer die Wahl oder immer die große Chance, dass du dir hier einen weghakst, ne? Also, um das Enthaken hinzukriegen, ne? Also, das ist eigentlich sollte es ja auch bekannt sein. Man kann
sein Setup. Und ich enthake hier ja jetzt auch, ne? Jetzt schon mehrfach enthakt. Also man kann sein Setup enthaken, wenn das Set stimmig aufeinander abgestimmt oder vernünftig zusammengebaut ist und von den Tragfähigkeiten her passt. Das heißt, ich habe hier, ich sag mal, wenn man jetzt hier rumrennt mit einem Vorfach, sagen wir, das Vorfach wäre jetzt hier auf, keine Ahnung, 15 Kilo vielleicht. 10, 15 Kilo. Also so deutlich, deutlich unter der Tragfähigkeit von der Schnur auch. Dann komme ich halt nicht richtig hoch. Also ich kann die Bremse nicht richtig hochziehen. Und kann nicht genug Druck ausüben. Hier kann ich jetzt offensichtlich ausreichend Druck ausüben. Das funktioniert. Von daher kann ich eben auch enthaken. Es funktioniert halt immer nicht, wenn man... Alter, der hat sogar Schmack ist. Der hat sogar ein bisschen Bock. Jawohl. Es funktioniert halt immer nicht, wenn man... Na, komm ran hier. Okay, geht. Wenn man einfach ein zu dünnes Vorfach hat, wenn irgendein... Alter, wenn irgendein... Bam. Schön. Hechte ballern, Alter. Ah, knappe 7 Kilo. Zu leichtes Setup, dann kann man halt nicht enthaken. Immer wieder das Gleiche. Sagen wir mal, schlechtestes Beispiel ist dickes... sagen wir mal eine Alpha. Rennst mit der Alpha rum oder mit der HSV. Bist aber dann unterwegs auf irgendwelche Kleinfische und dann verhakt sich das irgendwo im Grün, dann ist das halt ganz klar, weil du halt einen, sagen wir mal, 5 Kilo Vorfach nur dran hast, ist das schwächste Glied in dem Setup das Vorfach und dementsprechend kannst du nicht genug Druck ausüben mit deiner Bremse, mit dem ganzen Set. Um das halt zu vermeiden, ja, passendes Set insgesamt aus einrichten. Und dann kann man auch bis in den roten Bereich, also ich ziehe ja die Bremse, ich ziehe das ja hoch bis kurz oder der erste Schritt in den roten Bereich oder kurz vor den roten Bereich. Nicht zu nah daran. Ich teste gleich nochmal den grünen hier. Wobei das bisher schon ganz gut geht. Jetzt haben wir natürlich gerade Mittagszeit, ein bisschen Mittagsflaute wieder. Und dann sollte es gleich in den Abendstunden abgehen. Nehmen wir mal den petrolfarbenen. Einer meiner liebsten Köder. Und wieder verhakt, Alter. Und wieder los, Dankeschön. Schön entspannt. Vielleicht könnte man auch gegen die Strömung. Maybe. Vielleicht könnte man auch gegen die Strömung ziehen. Also mit der Strömung fühlt sich so ein bisschen schwammig alles an. Andererseits wäre mit der Strömung, gegen die Strömung, wäre vielleicht, na gut, die treiben dann halt wieder. Ich probiere es vielleicht gleich mal. Einfach mal gegen die Strömung zu ziehen. Einfach vor den Anleger da vorne zu stellen, mit dem Boot auch. Und dann gib ihm, ey. Alter, Super Trophy. Super Trophy Hecht, Alter. Kannst du nicht ausdenken. Überleg dir mal sowas, ey. Ach, warte mal, was habe ich denn für Haken drauf? 5-0er, okay. Ich sehe die gerade so durchs Wasser fliegen. 5-0er Haken. Also große Haken ruhig drauf, ne? Wir wollen ja auch große Fische. Ist klar. Dankeschön. Doppel verhakt. Das haben wir gerne. Dankeschön. Wieder verhakt. Nein, geht. Danke. Also, ich teste gleich mal die andere Seite. Fahren wir mal eben dran vorbei. Entankern. Fahren wir einen kleinen Bogen drum. Dann fahren wir hier noch ein bisschen weiter, weil wir müssen ja wieder ankern. Das heißt, wir treiben wieder zurück. Also kurz Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, ankern.
Motor aus. Und dann kommt's, dann sind wir schneller im Anker drin. Zack. So. Ja. Ja, doch, könnte. Ja, fühlt sich auch gut an. Ist von der Entfernung zum Objekt her gut. Also auf jeden Fall besserer Kontakt halt zum Köder. Ja. Aber ja, das Gieren ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht könnte man auch hier Stop and Go machen. Und dann wirklich locker lassen. Zack, wieder ein bisschen Schnur geben. Okay, teste ich jetzt nochmal mit den üblichen Verdächtigen, mit den Farben. Aber das fühlt sich auf jeden Fall schon mal wieder gut an hier. Vielleicht noch ein bisschen weiter vor wäre. Bisschen weiter vor. Ja, bisschen weiter vor wäre ganz gut. Dann ist man da besser an dem, in dem besseren Winkel. So, und dann eher hier so hin. Jetzt wieder zurück, ankern, Motor aus. So, und ruck. Ja, ja, so ist besser. Genau. Und dann ziehen wir da genau dran vorbei. Perfekt. Perfekt. Und sehr gut verhakt, Alter. Perfekt. Also das ist genau die Spur, die wir brauchen, um hier professionell uns zu verhaken. Mit jedem Wurf, Alter. Ehrenhaft. Sehr schön. So smoke wie das. Einfach mal vor Spaß im Wasser am Nichts verhaken. Und hepp. So. Aber anscheinend, ne? Wobei es ist immer noch Mittagszeit. Sonst hätte ich jetzt gerade schon fast gesagt, mit der Strömung besser. Jetzt müssen wir echt den Abend noch mal ein bisschen abwarten. Oder halt einfach so treiben lassen. Könnte man vielleicht auch einfach machen, ne? Zack, jetzt guckst du dir an, Alter. Tatsächlich, ey. Nen Ola Barsch! Barsch! Alter! Zack, ausgeworfen, ein bisschen treiben lassen. Bisschen rumspielen, schnelles Einkurbeln, Bügel wieder auf, treiben lassen. Wart mal ab, Alter. Guck mal, da sieht man die Höllengriffe hier unter Wasser. Da sieht man die Spiegelung, diese Rundung. Da geht der olle Baum weiter, ey. Verdorrig. Da geht er weiter. Der Baum. Da wächst er direkt in die Hölle rein. Ich glaube, ich werde hier nochmal das Tempo jetzt ändern. Und zwar gehen wir hier nochmal auf eine 35, 40, machen wir eine 40. Und machen nochmal ein entspannteres Jiggen. Zack, zack. Dieses Gieren jetzt hier auch, ne? Zack, zack, zack. Einfach auch die Gierung, diese Führung jetzt einmal durchziehen hier wieder. Gegen die Strömung. Und gieren, jawohl. Okay, also das Gieren funktioniert sehr gut hier gegen die Strömung. Das kann man machen. Wie gesagt, jetzt von der Uhrzeit her und so ist es noch nicht so ganz ideal. Nehmen wir nochmal den Grün. In ein, zwei Stunden in-game sollte es dann gleich wieder auch richtig losgehen.
Jetzt haben wir gleich 15. Zack, da ist er schon, der nächste Kandidat. Jawolski, auf dem Grün hat er Bock gehabt. Sehr schöner Brocken. Gutes Gewicht. Sehr, sehr gutes Gewicht. Mehr davon, ey. Ja, was passiert gleich, wenn ein Monster reingeht? Ganz klarer Fall. Erstmal in der Zeit, wo er anfängt zu ziehen natürlich. In dieser Action-Phase. 1, 2, 3 Mal anschlagen, richtig. Dann hinsetzen. Anker einziehen. Motor starten. Route schnappen, also in den Trollinggang rein. Route schnappen und hinterher kurbeln und probieren. Halt schon irgendwie immer überlegen, was passiert wenn, was muss ich drücken, damit der Ablauf im Kopf schon klar ist, damit du kein Murks machst und den Fisch zu lange ohne Spannung vielleicht auch noch hast, sondern dann wirklich direkt los, Attacke Vollgas, damit du den auch safe rausziehst, dass da keine Ausschlitzer kommen und sowas. So, machen wir das mal hier entlang. Und ich lasse noch mal ein bisschen treiben nach dem Gieren. Da kommt er, Alter. Auch ein schöner. Nice. Schön, 3,8 kommt vorbeigeschlittert, ey. Okay, das Ganze machen wir genau so nochmal. Ey. Vom Ufer aus sozusagen ziehen wir ihn hier rüber. An den Zweigen vorbei. Mit Gieren aufmachen, treiben lassen. Bisschen Schnur da lassen. Einfach ein bisschen wegtreiben lassen. Alter! Ich sehe sie schon hier gleich stehen, ey. Drei Ruten in der Hand. Alle im Wechsel. Ziehen, treiben lassen. Auf dem Boot. Dafür muss man aber drei Jerks haben, ne? Ranziehen, öffnen, abstellen. Ob das zählt als abstellen? Shit, ich habe die gar nicht belegt. Ach doch, habe ich. Auf F4. Oh, guck mal. Gegrabt und auf einmal fliegt. Ich dachte gerade, wo ist der Köder hin? Alter, was ist denn da passiert, ey? Läuft, ey. Route gegriffen, Köder fliegt 3,50 Meter nach hinten. Nicht schlecht. Nicht schlecht, das Ganze, ey. So, was sagt die Zeit? 5 Minuten machen wir noch. Dann haben wir die halbe Stunde hier schön mit den Hechten verbracht. Andererseits müsste ich jetzt natürlich noch weiter durchziehen. Wir haben jetzt gleich erst Season. Wir haben jetzt 16 Uhr, jetzt geht es gleich erst los. Schön so, ich würde sagen bis 22, 23 Uhr. Hauptsaison Hecht, uhrzeitmäßig. So, wieder ein bisschen wegtreiben lassen. Jetzt machen wir mal schnelles Einkurbeln. Und wieder loslassen. Schön mit der Strömung hier herumhantieren. Das hat man ja, wenn man so überlegt, an nicht allen Gewässern hast du halt so eine harte Strömung, ne? An der Achtuba hast du das natürlich nochmal. Aber ansonsten, wenn du so auf Hecht gehst, Ladoga hast du keine Strömung. Alte Festung hast du keine Strömung. Kann man vielleicht ein bisschen mitspielen, ne? Oder ich glaube, Ladoga ist ja minimale Strömung nur, ne? Da ist, glaube ich, eher der Wind. So, machen wir den nochmal eben hier. Nochmal vom Land aus. Zack, zack, zack. Einmal rausschwimmen. Gieren, 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 gieren. Aufmachen. Bisschen Schnur lassen. Und hoffen, dass einer vorbeikommt. So, bam, so ein richtiger Brocken. Und weiter gieren. Richtig mit Gieren, dass es da auch steht. Ich habe jetzt ein paar Mal hier relativ schnell durchgegiert, dann stand das noch nicht mal die Führung, ne? Dass es hier unten immer an der
Action Bar, dass dann da auch die Meldung kommt. Aber jetzt einfach in dem richtigen Tempo gieren. Aber noch ist Flaute. Ja, was halten wir denn bisher davon? Also bisher muss ich sagen, gut. Natürlich noch nicht sehr gut. Aber gut, würde ich sagen, ist es schon. Ja, durchaus auch ein bisschen eine Challenge wegen der Strömung. Die ultimative Challenge wegen diesem verdorrichten Stück Holz, was da ins Wasser rein kreiert wurde. Also das ist natürlich richtig wack. Aber ansonsten kann man es, glaube ich, machen. Und ich meine, mit der Aussicht, dass hier wirkliche Monster gefangen worden sind, ist es natürlich wirklich, wirklich eine Möglichkeit, hier echt sich nochmal hinzustellen, ne? Das überlege ich natürlich gerade. Eigentlich ist mein Vorfach auch zu klein, ne? Wenn hier wirklich so 20 Kilo Dinger gezogen worden sind, bin ich mit einem 35er Fluorocarbon, 35 Kilo, eigentlich zu dünn unterwegs, ey. Dann sollte ich mir vielleicht mal einen 45er Stahl zulegen. Habe ich, glaube ich, sogar. 45er Stahlvorfach. Für die richtig dicken Brocken. Und dann gib ihm, ey. Weißt du was? Machen wir mal direkt drauf. Habe ich das nicht hier irgendwo? Da, 45er Stahl. Ehre. So, und jetzt machen wir nochmal den stählernen drauf. Haken. Alter, 1040er. Was ist das für ein Ding, ey? Habe ich nicht noch einen anderen? Detail. 40er Haken. Okay, nehmen wir den. Zack, und gib ihm. Kriegen wir das so hin? Ja, ich komme auch ins Gieren. Einfach nur mit Shift. Also Einholgeschwindigkeit habe ich jetzt hier auch nicht schlecht. Ja, man kommt schön ins Gieren rein. Einholgeschwindigkeit 40 hatte ich jetzt hier. Dadurch, dass ja die Strömung den Köder immer so ein bisschen wieder zurückzieht. Ja. Man kommt schön ins Gieren. Jawohl. Einfach nur Shift und ein bisschen ziehen. Da muss man gar nicht mit der rechten Maustaste hier rumhantieren. Geht. Geht das Ganze. Sehr gut. Und auch hier wieder ausprobieren. Einfach nur mal langsam durchleiern. Nehmen wir mal eine 25. Und kurbeln einfach mal entspannt nur durch. Vielleicht triggert das ja auch, ne? Gegen die Strömung. Machen wir mal eine Pause. Bisschen abtreiben lassen wieder und ziehen. Ja, rumprobieren. Rumprobieren, ihr Lieben. Ausprobieren, testen, testen, testen. Was kann man sonst machen, ne? Das ist immer das A und O. Vieles ausprobieren. Irgendwas. Auf irgendwas stehen die Fische halt, ne? Irgendwas triggert. Und das Ganze natürlich mit verschiedensten Farben immer wieder von vorn. Immer wieder das Gleiche ausprobieren mit verschiedensten Ködern. Oder hier einfach mal mit einem fetten Blinker hinstellen. Warum nicht? Einfach mal durchblinkern. Oder mit einem fetten Wobbler hier durchwobbeln. Hier diese Tunguska-Wobbler. Natürlich auch die halt vom Gewässer her sozusagen sind, ne? Also gerade die, wenn ein Gewässer rauskommt oder die man hier kaufen kann, wenn man die dann verwendet, macht das halt am meisten Sinn. Genau wie Kunstköderangeln mit einem Stint halt nur da wirklich sinnvoll ist, wo der Stint auch rumschwimmt. Also Stint, Kunstködern macht halt am Windenbach wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Am Ladoga geht das ganz gut. Kunstköder, sag ich. Lebendköder.
So. Also, jetzt haben wir gleich alles durch. Die Zeit sagt auch, Alden. Schicht. Aber ich will nicht. Jetzt ist halt gerade Hauptsaison, Alter. Jetzt haben wir von der Uhrzeit her gerade echt... echt Hechtzeit, ey. Aber bisher ist es noch nicht so der Burner, ne? Also von der Uhrzeit her. Ich mach nochmal eben auf. Anker weg. Ich zieh nochmal eben dran vorbei. Rückwärtsgang. Zack, ankern. Zack, Motor aus. Und... na, wo kommt der Ruckler? Ich glaube, wir sind schon drin. Ja, er zieht... jetzt sind wir drin. Okay. Und jetzt ziehen wir nochmal mit der Strömung. Einholgeschwindigkeit 50. Ja, 50 muss jetzt schon sein hier, ey. Und verhakt. Ehre. Also, der Baum sagt, Alden, lass mal sein. Das ist heute nicht, das ist heute nicht so richtig hier, was du hier machst. Uff. Ich würde sagen, wir verkaufen den ganzen Sermon erstmal und dann gucken wir mal, was da so an Kohle bei rumgekommen ist. Also, was sagt der Fischmarkt? Der sagt, Alden, schön ein paar Hechte und einen fetten Barsch gefangen. Gar nicht schlecht, nach Preisen sortieren. Die dicksten hier, 40 Silber, 30 Silber, 30 Silber, 22, 20, 20 und so weiter. Also 160 Silber in Fangzeit, 35 Minuten, ist durchaus okay. Kann man das Ganze auch natürlich vom Land aus machen? Klar kann man das. Also man kann natürlich auch sich einfach von hier aus hier hinstellen. Warum hatte ich das mit dem Boot? Ja, weil wie gesagt, wenn da was Dickes reingeht, habe ich halt ein bisschen Angst, dass er mich hier leer zieht. Von daher durchaus gerne hier auch vom Land aus oder hier vom Anleger aus auf Hecht gehen. Aber dann mit ausreichend Schnur auf dem Setup. So, wenn dir das Ganze gefallen hat und geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Bis dahin.